Hey Laserfreaks, willkommen bei Schwarzer Files und der nächsten Folge von In 90 Sekunden. Dieses Mal mit Stjepan Twardoch, der Boxer. Dieser Roman spielt auf zwei Ebenen. Die wichtigste findet in Warschau im Jahr 1937 statt, also zwei Jahre vor der deutschen Besetzung. Die wichtigste Figur ist der jüdische Boxer Shapiro, rechte Hand des Paten Kaplica, der zumindest über Teile von Warschau, insbesondere das jüdische Warschau, zu dieser Zeit herrscht. Es leben 250.000 Juden immerhin zu dieser Zeit noch in der Stadt. Es ist aber nicht nur ein Gangsterroman, Hintergrund ist der versuchte Putsch von polnischen Nationalisten und Antisemiten. Und was ganz interessant ist, ist, wie dieses Buch erzählt ist. Es gibt nämlich zwei Ebenen, einmal diese Zeit 1937 und dann haben wir einen sehr unsicheren Erzähler, der von einem späteren Zeitpunkt auf die Ereignisse von damals zurückblickt und je mehr er erzählt, desto unsicherer wird er auch und das ist total spannend. Es ist ein sehr düsteres Buch, das aber mit einem unglaublich starken und interessanten Personal aufwartet. Twardoch erzählt dabei viel klarer, strukturierter und fokussierter als in seinen beiden Vorgängern. Man kann der Handlung viel besser folgen. Danke, dass ihr dieses Video geguckt habt. Wir können gerne uns noch weiter in den Kommentaren austauschen. Sagt mir, was ihr von dem Buch haltet und vielleicht gibt es noch andere, sagen wir mal, literarische Krimis, die ihr empfehlen könnt. Das würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal.